So, hey Freunde, aufgehende Sonne und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Heute befinde ich mich tatsächlich in Japan, obwohl es so aussieht wie in einem Wiener Café. Das ist tatsächlich das Café Seiler hier in der Stadt Fukuoka in Japan. Und der Inhaber dieses Cafés ist ein Bekannter in dem Bereich hier in Japan. Und deswegen habe ich mir das auch als Anlass genommen, ihn mal heute einen Tag zu begleiten, ihn Fragen zu stellen, wie Brot in Japan eigentlich funktioniert oder wie deutsch-österreichische Backwaren in Japan funktionieren und auch wie er es geschafft hat, als Österreicher hier in Japan sich erfolgreich sein Business aufzubauen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir fangen an, wir frühstücken hier erstmal und dann treffen wir den Herrn Adi Seiler. Worum handelt es sich dabei? Das sind original Kaisersemmel. Mhm. Die werden eigentlich nur in Süddeutschland und in Österreich und ja, in der Schweiz werden die gemacht. Ja. Das ist die Maschine von meinem Großvater noch, die ist schon über 70 Jahre alt. Wow. Aber die funktionieren noch immer und werden auch die schönsten Kaisersemmel. Also jetzt mit den großen Maschinen. Gell. Die werden halt in Japan auch jetzt beliebt. Mhm. In Deutschland sagen sie Brötchen. Aber die sind in Norddeutschland, in Mitteldeutschland, machen sie so Schnittbrötchen. Wie viele macht ihr da pro Tag? So? Ja, wir machen, wenn Bestellungen sind, machen wir ein paar hundert, ja. Wow. Aber nicht in Österreich machen wir ein paar tausend, ja. Okay. In Japan ist ja doch noch immer ein Toastbrot beliebt, gell? Aber, schön, aber es wird immer mehr, weißt du, es wird immer mehr, ja. Man sagt ja so schön, ne? Die gehen weg wie warme Semmeln. Ja, genau. Muss man jetzt ein bisschen vorsichtig nehmen, dass sie nicht, weil schon viel Luft drin ist, gerade, weißt du, sonst fallen sie zusammen. Okay. Ein bisschen Gefühl. Ja, schön mit Liebe. Ja, mit Liebe, ja, natürlich. Ja. So werden die schön verteilt hier, dass sie nicht zusammenkleben beim Backen. Und dann werden sie mit Wasser besprüht. Das ist ganz wichtig. Mit Wasser besprüht? Ja. Nur mit Wasser. Das hat den Grund? Das ist der Grund, dass sie dann schön glänzen, wenn sie vom Ofen rauskommen und dass sie schön auseinanderfallen, wie so eine Blume, weißt du? Ah, okay. Weil sonst, wenn man es mit Wasser nicht, das ist die, die fallen jetzt ein bisschen auseinander, und das Wasser rein. Sonst sind sie so zusammen noch, weißt du? Ja. Also bei Brezen habe ich es auch gesehen, da machst du es ja auch, ne, bei den Brezen. Genau. Also bei fast allen? Ja, bei allen. So, wir haben viel mit Wasser, weißt du? Okay. Wasser ist am günstigsten. Noch, ja, stimmt. Noch. Wer weiß. Wir machen noch alles mit der Hand, also wie es früher war, richtig, weißt du? Das kann in Österreich, Deutschland, das kann er gar nicht mehr zahlen, weißt du? Aber in Japan geht das noch. Da wird die Handarbeit noch, das darf man nicht sagen, weil das darf ich nicht durch. Ach so, ja. Da muss man aufpassen, was ich sage. Ja, viele Firmen mit Handarbeit, viel. Okay. Eigentlich in Österreich oder Deutschland verschwinden eigentlich die kleinen Bäcker alle, weißt du? Stimmt, da werden mit Backmischung teilweise gearbeitet, ne? Und in Japan werden es immer mehr. Weil du kannst dich ja verwirklichen und von den Steuern her ist alles noch viel, viel günstiger als wie bei uns in Österreich oder Deutschland. Ja. Da werden ja, ich glaube, bis 150.000 Euro. Ja, ein bisschen weniger, aber genau. Das ist in Japan noch alles steuerfrei. Ah ja, also die können noch richtig arbeiten, weil da wird nichts genommen, weißt du? Ist das so typisch, dass du hier auch jeden Tag so mitmachst? Weil du bist ja eigentlich so Inhaber. Ja. Und du könntest ja sagen, du überlässt das so ein bisschen anderen. Nein, aber nein, ist es mir wichtig, dass du da selber... Oder kannst du nicht? Nein, das kann ich nicht, das geht nicht. Mit 15 Jahren habe ich angefangen, die Lehre, die Bäckerlehre, Bäcker- und Konditorlehre, und jetzt bin ich 58, also 43 Jahre mache ich das jetzt schon. Jetzt zeige ich euch die Kaisersemmel, wie sie gebacken werden. Da bin ich mal gespannt. Wie sie in den Ofen reinkommen. Okay, ja, gehen wir. Let's go. Wenn sie vom Ofen rauskommen, dann werden sie noch einmal mit Wasser besprüht. So,
So, hier werden Sie sehen, die Semmeln wieder gefüllt. Ja, mit Wasser noch einmal, weil jetzt bekommen Sie so einen richtigen Glanz. Was mich interessieren würde auch, du bist ja hier selbst, ne, drin in der Stube. Ja. Wie kommst du so weit? Wie ist es wichtig für dich in der Kommunikation mit Mitarbeitern? Bist du da sehr direkt? Sagst dann auch, ne, ganz klar? Oder, ja, es kommt drauf an. Wie sagt man? streng, eher schon streng. Aber eher schon streng. Dann wieder gemütlich mit zusammen. Also wie Freunde, weißt du? Aber streng, okay. Weißt du? So ein bisschen mischen. Weil nur immer mit voller Strenge geht nicht. Das ist für die Japaner überhaupt zu. Die nehmen das vielleicht so persönlich dann auch, ne? Wenn das überhaupt. Ja, ja, okay. Die Japaner sind eher ein bisschen ruhiger, weißt du, beim Arbeiten auch ein bisschen langsamer als wie Europäer. Hast du manchmal auch Leute aus dem deutschsprachigen Raum? Oder Die Japaner, die hier sind, sind die auch manchmal, waren die schon in Österreich, Deutschland? Ich habe jetzt zwei Bäcker, die sind jetzt in Österreich bei meinem Bruder, arbeiten jetzt in der Bäckerei. Mhm. Zwei Japaner. Und ab und zu kommt ein, so wie du, weißt, ein Student oder was, und der möchte, oder für Realpraxis oder was, der fragt an und so, ob er zwei Monate arbeiten kann oder wenn es passt, dann kommen schon, ja. Wenn ihr es vielleicht wirklich drauf habt, was lernen wollt, ne? Vielleicht in Japan seid, dann vielleicht klappt es ja. Ins japanische System oder die japanische Mentalität ein bisschen hineinarbeiten oder ein bisschen vorbereiten für die Japaner. Also die deutsche, österreichische Mentalität ist ein bisschen in Japan ein bisschen zu. Ja, zu streng oder zu direkt. Was kommt denn hier so wirklich am besten an? Was sind so deine Bestseller? Was lieben die Japaner hier am meisten? Wofür kommen sie her? Hauptsächlich, also die Sandwich sind ganz, das ist von Umsatz her das meiste. Oh, tatsächlich? Die Sandwich, ja. Und dann Brezel halt. Brezel, ja. Mit Butterbrezel. Dann die Torten, die Sachertorte habe ich, weißt du, die Sachen von Süßland. Die Croissants und Schwarzbrot halt viel, weil in Fukuoka bin ich eigentlich fast der Einzige, der was so viel Schwarzbrot macht. Dunkles Brot. Es gibt ein paar Kreationen hier, die, wo ich sagen würde, das ist schon so ein Japan angepasst. Der Plunderteig oder die Croissants ist ein bisschen kleiner alles, die Torten auch, weißt du. Hundertprozentig österreichisch-deutsch kannst du das nicht machen, weil dann musst du schon an dieses Land, wo du bist, also ein bisschen an Geschmack anpassen, das Essgewohnheit, so wie das Toastbrot, das ist eher mehr amerikanisch, aber da mache ich in Österreich manchmal fast kein Toastbrot, weißt du. Hast du es am Anfang versucht, wirklich komplett 100% zu übernehmen, oder wie kam dieser Anpassungsprozess dann, dass du dann neue Kreationen... Von Anfang an immer mehr geworden, ein bisschen. Aber ich habe selber mit mir einen Vertrag gemacht, bevor ich richtig japanisiere das Ganze, also Brezel, dann Kaisersemmel und Schwarzbrot. Ja. Mache ich auf alle Fälle, auch wenn keine Leute kommen, wenn das nicht geht. Die drei Sachen, die sind sicher im Programm. Okay. Die bekannten Sachen muss halt in die asiatischen Länder mehr machen, wie es kommt auch in Deutschland oder Österreich auch schon langsam mehr, glaube ich. Mit Füllungen, weißt du. Also ein Brezelteig mit Champignon-Füllung oder Thunfisch-Füllung oder die Donuts. Also wenn ich ehrlich bin, die richtigen Donuts, die Berliner mit Marmelade, die verkaufst du in Japan nicht. Weil die sind zu einfach oder zu. Jetzt musst du alles mit Eierfüllung machen oder mit Puddingfüllung. Habe ich versucht schon dreimal oder was. Da mache ich, weiß nicht, 5 Stück am Tag oder so. Und bei den anderen Sachen mache ich 30, 40 Stück. Gell? Okay. Ich weiß nicht, warum das so ist. まずあの店を知ったきっかけとか、ありますか？サイラー、まあ家が近所で、ずっと昔からある名店なので、たまに来ますね。あ、なるほど。近所なので家が近いので来ました。近くに住んでます。あるのは知ってたので、美味しいって有名だから最初それで来ました。それどういうふうにしてましたか、このお店があることとか。最初は親が来てて、っていう感じです。結構ずっと昔からあるので、小さい頃から。はいはい。ちっちゃい頃から両親が連れてきてくれてたので、知ってる感じです。インスタとか、あとお友達、行ったことあるお友達から聞きました。なるほどですね。
もちろんサイラーは福岡ではすごく有名なドイツの、はい、ドイツパンのお店なので知ってました、はい、なるほど。コクがあるから近くに引っ越しました。おお、何が好きですかこのお店の。ケーゼクライナーが好きです。ああ、ケーゼクライナー、はい、なるほど。クロワッサンの、クロワッサンと、ンあとサンド系、もうクロワッサンと、ンあと朝7時からケーキが並んでるので、はいはいはい、ジムの帰りなんですけど、ケーキを朝から食べようかなと思って。ああ、なるほど、はい、このパンのサンドイッチが好きでよく買いに行きます。Ich würde gerne vielleicht noch mal darauf eingehen, auf die Einrichtung, ja, die ja. du hast da. Mit mir, oder? Dem, ja, ja. ja. Dem, so, Eis gibt's auch hier, ne? Machen wir auch Eis, ja, ja, Eis. So, vielleicht mal hier. Wir waren ja hier gerade frühstücken und wir fanden es echt, es hat echt so wie, wir haben uns wieder so gefühlt wie ein, es könnte halt ein Wiener Café sein, also, sozusagen. Wie zu Hause, oder? Wie zu Hause, so ein bisschen. Ja, auch. Ja, ja. Wie hast du es hier gemacht, oder was war so die Vision dahinter? Bis 1994 im Januar, aha. 1993 Oktober war das, war ich in einer japanischen Firma. Mhm. Da war die Besitzerin, der Chef war Japaner und sie war Deutsche von Hamburg. Und da habe ich gearbeitet, 10 Jahre. Und dann wollte ich aber selbstständig machen. Ja. Und wollte aber richtig österreichisch machen. Da habe ich mir eine Lokalität gesucht. Ja, kann ich eine Einrichtung nur in Österreich oder Deutschland bestellen, weißt du? Da habe ich einen Bekannten in Österreich, alles dann habe ich das alles, importiert. Ganze Einrichtung, alles importiert mit Container. Wahnsinn. Schon wichtig, weißt du, das ist die ganze Atmosphäre, dass wenn du reinkommst, das richtig wie zu Hause ist, also wie in Österreich. Ja. Okay, mit Verschiffen alles, das kostet schon alles, weißt du, aber es ist halt das Material, das ist so richtig robust noch, weißt du, so massiv, sagt man. Das Verkaufslokal habe ich 1994 und das ist noch immer gleich. Das ist jetzt 28 Jahre, noch nie was geändert. Ja. Wenn es eine japanische Einrichtung macht, musst du alle 7 Jahre, 8 Jahre ändern, weißt du. Wenn man ehrlich ist, die Menschen, die sind ja naturverbunden. Mhm. Auch Städter oder im Land, die Leute. Ja. Das sind immer Wasser, Holz, Eisen und das alles, weißt du? Und das hast du alles hier drinnen. Stimmt. Weißt du, das, die Wärme dann, weißt du? Das Holz und ein bisschen Eisen drinnen und Glas und Grünsachen, weißt du? Mein Philosophie ist auch, weißt du, nicht immer ändern. Jetzt ist es 30 Jahre. Die Leute, was damals in die Volksschule gegangen, die sind 7 Jahre alt. Mhm. Die sind schon hierher gekommen in ihrer Mutter. Mhm. Die sind jetzt auch schon Mütter. Mhm. Und es ist noch immer gleich. Da kommt ja, wenn du älter wirst, kommt ja die Nostalgie. Das kommt ja wieder zurück, wie es damals als Kind war. Weißt du? Wenn das Lokal oder das Geschäft noch immer gleich ist wie früher, da gehst du ja dann rein, weil das Kind, da kommen die Erinnerungen und so, weißt du? Ja, absolut. Was planen wir jetzt als nächstes? Genau. Aber jetzt müssen wir schon langsam einen Ruhestand planen. Ja, ich meine jetzt auf den Tag gezogen. dazu kommen wir noch später, aber was wir heute jetzt noch machen, genau. Ach so. Genau. Was machen wir denn nächstes? Ich muss weiter Brot liefern fahren. So, Adi, wie ist denn das? Was bringen wir jetzt wohin und wie viel davon? Eine Tour mal, die erste Tour. Mhm. Also habe ich nur ein Restaurant und Kindergarten. Ah, Kindergarten. Sandwich und Rosinenbrötchen. Und das ist dann auch jeden Tag zum Beispiel? Also verschieden. Also der Kindergarten in der Woche zweimal. Mhm. Ein anderer Kindergarten auch zweimal. Meistens in der Woche zweimal Kindergarten. Aber ich habe 4 oder 5 Kindergarten. Und eine Volksschule habe ich auch. Ja. Und dann die Restaurants. Da haben wir ungefähr 10 Restaurants. Und dann meine Zweigstelle, da fahren wir auch später bei der zweiten Tour dann hin. Okay. Also Restaurants, die benutzen das halt für ihre eigenen Kreationen oder. Nein, der Restaurant als nur Bucket. Also nur Bucket, okay. Also zum Essen dazu. Ja. Verstehe, ja. Da du jetzt echt schon länger in Japan bist, was inspiriert dich so am meisten hier in Japan oder was hast du so hier lernen können in Japan? Auch abseits vielleicht vom Backen. Also die Mentalität, die liegt mir total, die japanische. Ja.
das Freundliche, das Zuvorkommen. Aber die sind genau und du musst das alles genau machen und ja. Und auch vom Geschmack, die sind richtig empfindlich, die Japaner. Bei uns gibt es ein Hühnchen. Ja. Das ist ein halbes Hühnchen oder ein Backhuhn mit Teile oder was halt noch von Huhn. Da gibt es ja noch zwei, drei, vier Sachen von Huhn. Ja. Aber hier in Japan, die machen ja aus einem Huhn, die machen ja, ja, ja. Die ganze Speisekarten mit 40. Genau, verwerten alles. Von Hühnerhaut, Stäbchen mit Arsch, weißt du, vom Huhn hinten. Das ist eine Delikatesse mit Knoblauch. Richtig, Ich meine, vor 30 Jahren, 40 Jahren war Japan auch noch nicht so ein Thema, wie es heute ist. Und da war auch Globalisierung war jetzt auch noch nicht so krass wie heute. Wie kamst du auf Japan? Dass du gesagt hast, du gehst nach Japan aus Das war eigentlich, Österreich. Ich wollte immer ins Ausland gehen, nach dem Bundesheer. Ich war dann mit 18 bin ich zur Bundesheer gekommen. Ja. Und danach habe ich gedacht, das Österreich alleine, ich muss mir die Welt, jetzt habe ich die Chance, bevor ich nach Hause gehe, dass ich mir nochmal die Welt anschaue vorher und bevor ich dann heirate und alles. Ja. Das ist die beste Zeit eigentlich, so mit 20, weißt du? Ja. Da wollte ich halt ins Ausland, ich wollte immer nach Kanada wollte ich gehen, weiß nicht warum Kanada, das ist eher wie Österreich, weißt du? Viel Wald, Natur, Landschaft und so. Und da habe ich mich beworben in Kanada. Dann, da war aber die Green Card oder mit dem Visum so schwer gewesen alles. Und in der Zwischenzeit, wo ich mich beworben habe, ist ein Angebot von Japan gekommen durch einen Konditor, Bäcker in Salzkammergut in Österreich. Okay, ja. Und der hat in Japan schon gearbeitet und der hat gewusst, dass mein Vater, dass wir auch eine Bäckerei haben und hat dann gefragt, ob mein Sohn da ist. Und da hat er mal angerufen, ob der Sohn nicht nach Japan gehen möchte. Da sagt mein Vater, super Idee, weil die Japaner, die sind ja, da kannst du noch was dazulernen. Ist besser wie Kanada. Weil die ganze Arbeitseinstellung, die Arbeitsmoral und alles, das tut dir sicher gut, weißt du? Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich ein Jahr nach Japan und dann gehe ich danach nach Kanada. Und dann sind es halt 38 Jahre geworden. Was war denn der Grund, dass du dann in Japan geblieben bist? Ja, die Liebe. Okay. Ja. Aber wenn du einmal eine Japanerin kennenlernst und ihre Schüchternheit und alles, also ist schon war schöne Zeit, ja. So, genau, kurze Frage. Ja? Wo sind wir jetzt hierher gefahren? Was machen wir jetzt? Jetzt ist mal unsere Filiale, kleine Filiale. Das kleine macht Filiale? Mein älterer Sohn. Wie viele Filialen hast du eigentlich insgesamt? So? Drei haben wir. Ich habe noch ein italienisches, habe ich noch. La Spiga heißt das Lokal. Da gibt es so Sandwiches, ne? So. Ja, genau, so. Okay. Aber eher italienisch, weißt du. Und die sind alle hier in Fukuoka? Alle in Fukuoka, also. Ja. Dann gibt es noch, habe ich gehört, eine Filiale in Korea. Hast du auch Korea noch? Haben wir auch, ja. Filiale. Wie kam Filiale, das zustande? Ist nur ein Partner. Das ist nur Franchising. Also, die haben nur einen Namen hergegeben und Beratung. Beratung, ja. Franchising, ja. Aber es sind die gleichen Produkte, oder nicht? Die gleichen Produkte, aber nicht so viel. Noch nicht so viel wie hier in Fukuoka. Wie läuft das so? Kommt das gut an? Ja, ganz gut. Ja, geht, ja. Andere Projekte oder Filialen, die du, oder... Ja, habe ich auch noch. Andere Läden, die du... In Nagasaki habe ich auch als ein Franchise-Partner. Haus den Bosch. Haus den Bosch, ja. Also es ist ein Freizeitpark, genau. Holländer Village. Haben sie danach gebaut, ja. Und zukünftig planst du auch noch weitere Läden? Hast du noch so einen Traumladen vielleicht? Tokio, warum nicht in Tokio eigentlich? Ja, haben sie auch schon gesagt. Wenn sich einer meldet, dass eine Franchise-Partner... Ich mache nur Franchising, also nicht mehr... Selber mache ich nichts, das ist zu aufwendig alles. Weil du ja auch noch selber sehr beteiligt bist beim Backen und so. Beim Backen sonst hättest du ja keine Zeit. Kann ich einmal im Monat hinfahren und ihnen zeigen und dass einer kommt. Einschulung und so, das geht, aber dass ich mich selber dann um die Arbeiter kümmere und ums Personal, das ist zu. Ja, aber wie ist es eigentlich so, wenn du rumläufst in Fukuoka, also ich kenne eher die Betriebe oder auch Leute so manchmal. Wie ist denn das so? Die Leute auch, ja. Durch Ausländer bin ich Seiler. Ich bin ja viele im Fernsehen hier in Japan auch. Und auf der Straße kommt voll viel auf. Oh, Seiler-san und sagen sie dann. Tatsächlich? Ja. Achso, komm. Was mich auch noch interessieren würde. Du bist ja sehr erfolgreich tätig als Bäcker, / Unternehmer und ja, ziemlich bekannt hier in Fukuoka. Wie ist denn das eigentlich bei dem Thema Neid und so und Gönnen? Weil bei uns in Deutschland zum Beispiel ist ja immer, man sagt ja immer, ja, Neidkultur ist ziemlich groß. Wenn jemand mal was geschafft hat und so, dann ist er eher so Neid und man gönnt es ihm nicht und so weiter. Wie nimmst du das in Japan wahr? Fällt mir eigentlich gar nicht so auf in Japan mit Neid und Gönnen. Das sind die Gönnen. Die helfen dir eher beim Aufbau.
dass ich da bei deinem Firma einkaufe und der Seiler ist gut und sicher wirst du Neider haben, aber die zeigen das nicht, die Japaner. Mhm. Aber bei uns in Österreich oder was ist, die Leute zeigen dir das jetzt gleich so. Ah, ja. Dass sie das nicht vergönnen oder nicht alle, aber einen großen Teil kommen mir halt vor, die sind die Japaner eher viel zurückhaltender. Okay. Wie ich vorher gesagt habe, wenn sie einen nicht mögen und so, die zeigen halt das nicht so. Dann bei uns in Österreich, die zeigen ja das alles so, im Vorhinein schon. Ja. Wow, wie ich damals klein war beim Fußballverein und so, wow, du Beckers Sohn oder habt ihr Geld wie Heuer und alles, das hast du immer anhören können, aber ich glaube, von nichts kommt nichts, weißt du, hatte jeder die Chance, dass er was werden kann. Ja. Und sicher, wenn er so ein Multimillionärssohn oder was, ich glaube, der war auch nie, das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Aber ein normaler Mensch hat die Möglichkeit, dass er was, wenn er sich reinsteigert und wenn er Liebe hat oder was, kann jeder was erreichen. Das ist doch ein Statement hier, auf jeden Fall. Ich merke auch, du bist aber relativ auch so bescheiden. Du fährst jetzt nicht irgendwie einen Lexus oder ein teures Auto oder so. Nein, wie stehst du damit? Das ist meine Mentalität so. Ich brauche das eigentlich gar nicht so, den Luxus. Ich weiß nicht. Luxus ist bei mir gut essen gehen. Ja. Und bin reisen und so, muss ich ja nicht jedem zeigen dann, dass ich da jetzt ein schweres Auto fahre oder was. So wie auch das Gebäude, weil die Bäckerei Seiler. Mhm. Ich habe das vor 10 Jahren habe ich das gekauft, das ganze Gebäude. Das hat 2 Millionen Euro gekostet. Mhm. Okay, auf Kredit, da habe ich noch 4 Jahre zurückzahlen. Aber das Gebäude hat damals Nishimura Building geheißen. Mhm. Und das heißt heute noch Nishimura Building. Und ich habe das nicht Seiler Building genannt, weil ich möchte da nicht zeigen, dass ich jetzt das Building gekauft habe. Das geht ja niemand was an. Da vermietest du dann auch Sachen? Vermieten, oben sind Wohnungen drin. Ja. Ich bin nicht der Typ, dass ich ja zeige, das habe ich und das habe ich. Ja. Geld, was ist Geld? Geld ist okay. Kann sich mehr leisten, ob ich dann jetzt mehr zufrieden bin oder nicht zufrieden. Wenn ich gut essen kann und wenn ich um und anfahren kann und wenn ich einmal in Österreich nach Österreich fliegen kann, mehr brauche ich nicht. Ob ich jetzt ein schwerer Mercedes fahre oder ein normales Auto, okay, das brauche ich nicht. Ander, okay, denn der liebt, wenn er Autoliebhaber ist, soll er sich das gönnen. Mhm. Ich bin halt nicht der Typ dafür, weißt du. Okay. So mache ich das. Sehr schön. Ja. Schöne Message hier an die Leute. Bitte, bitte. Was essen wir hier heute? Udon. Udon, ja. Dann müsst du ein Österreicher Udon erklären. Nudel, ein japanisches Nudelgericht, ja. Bisschen fest im Geschmack, also in der Stärke her, die Nudeln. Ja. Und oben ist also Schwarzwurzel. Goba heißt das. Ist frittiert. Mhm. Und jetzt habe ich ein bisschen scharf gemacht, ein bisschen so. Und halt dann Lauch. So, jetzt kriegen wir ein paar Einblicke in die Wohnung vom Ali. Ja. Die Wohnung ist hier ja direkt bei Bäckerei, ne? Ja, über der Bäckerei. Über Bäckerei. Ist es dein Traum oder würdest du lieber es trennen, so ein bisschen Arbeitsplatz und Wohnung? Nein, ich finde das jetzt momentan ist super. Okay. Praktisch oder angenehm, weil ich stehe auf in der Früh und gehe runter. Ja. Und bin in 30 Sekunden in der Arbeit, an der Arbeitsstelle. Ja, okay. Und wenn ich Pause machen möchte, dann gehe ich rauf und habe ich meine Ruhe. Stimmt. Aber später dann suche ich mir schon ein schönes Auszugshaus oder was. Bisschen größer und so. Ja, habe ich hier schon was geplant. So. In welche Richtung? Mehr. Meine Frau ist da in Amami Oshima. Mhm. Ja. Das ist vor Okinawa, eine schöne Insel. Ja. Und da habe ich schon am Meer so ein Grundstück gekauft. Mhm. Und, schön. Das muss dann da hat man ein bisschen mehr Platz. Ja. Aber jetzt ist momentan, wenn ich zu dieser Zeit ist, ist es am besten hier. Okay. Praktisch. Alles klar, dann geht's los. Rein da. Vielen Dank. Die japanischen Wohnungen. Willst du in Japan Schuhe ausziehen? Das ist Nummer 1. Ja, das ist auch. Also, das genau. Ist überall in Japan. Ein Muss. Ein Muss. Ist
So. Bitte. Ah, Dankeschön. Mach mal ein paar Interviews. Genau. So, abschließend hier in der Wohnung noch ein paar Fragen, die mich interessieren würden. Wie viele Mitarbeiter hast du eigentlich mittlerweile? Also, es ist ja schon. Ich habe mit 5 angefangen und jetzt sind wir 28 Jahre. Da habe ich Betrieb und es ist immer mehr geworden. Eigentlich. 28 Jahre. Ich habe noch nie ein Jahr gehabt, wo ich weniger Umsatz gemacht habe als wie ein Jahr vorher. Wow. Immer auf. Und jetzt bin ich dieses Jahr auch mit Corona. Ich habe mit Corona, darf ich ja gar nicht laut sagen, weil es sind ja viele Firmen in Deutschland und Österreich, die was mit Corona existenzbedroht geworden sind und so. Ich habe profitiert eigentlich von den Corona. Weil die Restaurants, die haben zugesperrt alle und die sind dann alle gekommen und haben dann Sandwich gekauft und halt zum Essen brauchen sie was, weißt du? Und dann von den Leuten her, die sind jedes Jahr mehr geworden und waren 5 angefangen und sind es gleich einmal 7 gewesen, dann 10, 12 und immer mehr und jetzt sind wir 88. Wow. Ich meine, das ist ein Prozess, das Ganze, weißt du? Ja. Darum wollte ich eigentlich das Geschäft nicht im Zentrum machen, wo ich von Anfang an schon weiß, dass ich am Tag so viele Kundschaften habe. Aber ich wollte ja, dass die Kundschaft mit mir wächst. Ja. Weil ich habe gewusst, dass ich am Anfang nicht das machen kann, weißt du? So groß. Ich muss da lernen, weißt du? Das war, das ist der Prozess gewesen. Am Anfang nicht so viel und die Kundschaften auch nicht so viel und dann immer mehr geworden, weißt du? Das Wichtige war hier halt anzufangen einfach auch. Ja. Es wird ja nie perfekt sein am Anfang. Ja, das hat mir der Ding war, bekannter, Dietmar Kramer, hast du ihn gekannt? Deutscher Fußball, Bayern München Trainer. Sag mir jetzt nichts. Nee. Der war auch bei mir. Oh. Der hat immer zu mir gesagt, Adi hat er gesagt, just do it. Just do it. Englisch hat er immer gesagt, just do it, tu es. Ja. Wenn ich damals mit 30 Jahren nicht die Bäckerei angefangen habe, wenn ich mich fit, dann du musst du mal irgendwann anfangen, weißt du, irgendwann. Ja. Auch wenn du noch nicht zu reif bist, aber du musst. Genau. Es gibt ja den Spruch so, wer es versucht, kann verlieren. Wer es nicht versucht, hat schon verloren. Ja, genau. Oder kämpfen. Ja. Beim Kämpfen auch das Gleiche. Beim Sport sagt man, ja. Okay. Sehr schön. Für die Jungen, oder? Für die Jungen, wenn sie sehen, dass sie motiviert. Die nächsten Jahre, die nächsten 10 Jahre vielleicht, was sind so deine Ziele oder was ist deine Vision? Ziele musst du immer haben. Ja, auf jeden Fall. Und Träume auch, es ist nie, das hörst du auf, weißt du? Aber Ziele ist ja erstmal, dass das Geschäft so weiterläuft, muss nicht mehr werden. Also, wenn es so bleibt, okay, kann es vielleicht sogar ein bisschen runtergehen, aber dass halt nicht, dass halt der Name Seiler noch immer erhalten bleibt und dass die Ware immer die Qualität stimmt. Ja. Und dann schon langsam meinen Kindern übergeben. Und dann selber für mich ein bisschen denken, dann mal so ein Auszugshaus bauen und dass ich von der Bäckerei dann nicht mehr zu viel mitbekomme, weil ich sehe das bei meinem Vater, wenn du da immer dann im hohen Alter noch immer in der Firma bist, dann bekommst du eigentlich noch mehr Stress als ich. Sonst, und dass ich halt gesund bleibe, weißt du, und dass ich halt noch so lange wie möglich nach Österreich in meine Heimat fahren kann, weißt du. Ich sage immer, muss jeder lügen, der lügt sich selber an. Wenn er mal ins Ausland geht und in den Ausland geht, das wo es am schönsten ist, also ich glaube, das, wo du geboren bist und wo du die Kindheit erlebt hast, ich glaube, das ist die schönste Zeit gewesen. Ja. Also du kannst dir auch vorstellen, dann in Österreich wieder zu leben oder ist nicht geplant? Ja, okay, so abwechselnd vielleicht, ein Monat Österreich und das, wenn ich in Pension dann gehe, aber jetzt ist eigentlich mit den, ich habe was zu tun. 5 Kinder, 5 Söhne und Und 9 Enkelkinder schon. Wow, okay. Da habe ich hier in Japan, weißt du, wenn ich da in Österreich dann mache ich mir wieder Sorgen, wenn ich dann nur ich allein in Österreich bin, weißt du. Man kann auf jeden Fall sagen, du hast schon in Japan. Okay, das ist mein Schicksal, ist jetzt Japan. Du hast in Japan deine Spuren hinterlassen schon mal. Ja, okay, ich würde das jemand sagen, mein Ur-Urgroßvater in 100 Jahren, der war mal Bäcker oder ist noch und ist die Bäckerei von meinem Urgroßvater, dass das noch. Schön. Weißt du? Weil wir haben einen Seiler, meine Söhne heißen auch Seiler, gell? Und das wird dann jeder. Schön. So. Ja, das war's also heute. Ein Tag im Leben von Adi Seiler.
beziehungsweise ein Aufschnitt eines Tages, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, es gibt da noch ein paar andere Sachen, die der liebe Herr Seiler noch macht. Aber genau, das war so ein kleiner Einblick in das Leben von Ali Seiler und auch, wie man so eine Bäckerei, so wie man es verwirklichen kann in Japan, wie man sich selbst verwirklichen kann. Ich denke, es war bestimmt sehr inspirierend für viele Leute da draußen und vielleicht könnt ihr auch einen Mehrwert draus ziehen. Gibt es noch ein paar abschließende Worte von dir, Ali? So. Ja. Ja, danke für den Besuch, jo. Dass du auf mich gedacht hast. Ja. Ja. Freut mich sehr, ja. Ja. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg für deine YouTube-Laufbahn. Laufbahn. Alles Gute. Und ich hoffe, dass das Video gut ankommt. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Macht's gut und Peace.